Eigentlich wollten diese vier Freunde nur zu einem Casting und den nächsten erfolgreichen Schritt in ihrer Karriere einläuten, aber dann ging alles schief und damit geht es hier jetzt um Plan B, Scheiß auf Plan A. Chan und seine Freunde Cha und Fong sind Actiondarsteller und können sich mit diesem Job kaum über Wasser halten, was auch daran liegt, dass sie sich von Eugene, der von Zahlen so gar keine Ahnung hat, managen lassen. Aber zumindest sind die vier beste Freunde und so ist die erfolglose Zeit, die sie miteinander verbringen, wenigstens spaßig. Als jedoch ein wichtiges Casting ansteht, könnte sich das Blatt wenden, doch aufgrund einer Adressvertauschung landen die Jungs mitten in einer Entführung unter Gangstern und werden selber Opfer. Einziger Ausweg ist ein heikler, illegaler Job, den sie durchziehen sollen. Aber hey, immerhin prügeln sie sich ja bereits beruflich. Was kann da also schon schief gehen? Du bist die Krankheit. Ich bin die Medizin. Oh, Kacke, Mann. Ich kann nicht, wenn jemand dabei zuschaut. Ja. Soll ich euch Idioten lieber eine Kochschokolade machen oder was? Plan B, Scheiß auf Plan A, heißt also der Film. Er geht 103 Minuten, ab 16 Jahren ist er freigegeben und ab dem 8. Juni kommt er raus in den deutschen Kinos. Und eins will ich vorneweg über diesen Film sagen. Ich fand den Trailer schon skurril, aber ich finde es auch gut, wenn man hierzulande immer wieder Genreabstecher wagt. Und wir haben hier einen Film, der eine Komödie sein will. Ich musste nicht wirklich viel lachen, der aber sehr viel mit Martial Arts zu tun hat und dabei eine Hommage an die 80er und 90er Jahre. Und das Kino ist gespickt mit gewollt coolen One-Linern. Leider merkt man aber trotzdem, dass die Jungs, die den Film gemacht haben, alle voran diejenigen vor der Kamera einfach richtig Spaß dabei hatten und eine gute Chemie untereinander und einfach diesen Film machen wollten. Und wenn jemand Leidenschaft dafür zeigt, einen Film zu machen, dann respektiere ich das erst einmal, weil es das Wichtigste ist, Freude bei dem zu haben, was man erschafft. Auf der anderen Seite will ich aber vorneweg auch wirklich sagen, Plan B, Scheiß auf Plan A, ist leider trotz dieser Sache, die ich erst einmal positiv voranstellen will, aus meiner Sicht kein guter Film geworden. Anstrengend, ziemlich trashig in vielen Momenten und vor allem aufgrund der ganzen Kampfsequenzen, bei denen man sich zwar wahnsinnig nicht Mühe gibt, einfach irgendwann ermüdend und erzählerisch überhaupt nicht interessant. Aber insgesamt beim Fazit dazu ein paar Worte mehr. Reden wir kurz über den Cast bei Plan B, Scheiß auf Plan A. Erstmal recht multikulturell besetzt. Bei diesem Vierer-Squad haben wir erst einmal zwei Asiaten, einen Schwarzen, einen Türken dabei, die zusammen Best Buddies sind und damit mitten in Berlin, in dieser flippen, hippigen Stadt, natürlich eine Konstellation ergeben, die einen guten Ausgangspunkt ergeben. Die vier verstehen sich wunderbar, das merkt man, aber ihr schauspielerisches Talent ist dann noch relativ eingeschränkt. Wenn es darum geht, zu kämpfen und zu zeigen, wie man sich gegenseitig auf die Fresse haut, dann ist das wirklich gut und Martial Arts funktioniert hier. Aber viele der Sätze und der Grundgeschichte, die sie erzählen, ist ständig überspielt, drüber gesetzt, auf cool gemacht, aber nie wirklich echt, nicht authentisch. Wenn die Kamera draufhält und mal eine Nahaufnahme wagt, dann glaubt man einfach den Hauptfiguren selten etwas von dem, was sie sagen. Und da steige ich dann einfach erzählerisch total aus an dieser Stelle und somit bin ich da völlig gespalten, wie ich das jetzt einschätzen soll. Deswegen gebe ich es einfach so wieder an dieser Stelle. Wir haben auch noch Laurent Daniels, der spielt Henry Cobb, einen harten Cobb. Es gibt Henry Meyer, der spielt Gabriel, einen harten Gangster. Wir haben Julia Dietze, der spielt Victoria, eine harte Gangsterbraut. Und Gideon Burkhardt, der einen einfachen Polizisten spielt, soll heißen. Alle sind irgendwie hart und cool innerhalb dieses Films von diesen vier Hauptdarstellern, die eh alle muskelbepackt sind und sich quer durch Berlin prügeln könnten, wenn sie wollten. Aber eigentlich nur den Traum haben, erfolgreich zu sein mit ihrem Job. Nein, sie treffen dann aber immer noch auf muskelbepacktere Gangster, die alle böse sind. Und irgendwie sind das halt völlige 0815-Klischees, die hier erzählt werden in einer Geschichte, die dann gerne auch mal Abstecher macht zu abstrusen Vampirkämpfen. Aber na gut, an der Stelle weiß ich auch noch überhaupt nicht, wie ich das da im Nachhinein finden soll. Die Kameraarbeit ist sehr flippig, manchmal mit sehr anstrengenden Einblendungen. Wenn einer der Figuren irgendwas sagt, hört man das Wort nochmal im Comic-Stil so dahingeschossen, hingeschrieben, wo ich mich frage, okay, was ist das für ein stilistisches Mittel? Es soll wahrscheinlich ein bisschen cool sein, aber finde ich persönlich eher anstrengend an der Stelle. Die Kampfsequenzen sind schon wirklich immer wieder sehr aufwendig und da legt man auch kameratechnisch die ganze Kraft rein. Die sehen auch immer wieder gut aus, aber spätestens ab der vierten, fünften, sechsten Kampfarie, die 2, 3, 4 Minuten lang ist, ist es einfach zu viel. Und für Leute, die sich ganz speziell für diese Genre interessieren, vielleicht spannend oder für diejenigen, die sowieso beruflich in diese Richtung gehen, aber dem normalen Kinogänger zu vermitteln und dann zu sagen, okay, deswegen solltest du dir den Film anschauen und vielleicht 8, 9, 10 Euro an der Kinokasse lassen und dir die Zeit nehmen von den 103 Minuten, finde ich persönlich dann doch sehr schwierig. Das Szenenbild ist Berlin, wie gesagt, schon ein bisschen auf multikulturell gemacht, Berlin eingefangen, all die Schauplätze, finde ich persönlich immer ein gutes Setup. Die Musik ist noch
eine Hommage an die 80er und 90er Jahre. Wir haben gefühlt so ein bisschen Miami Vice-Stil und Co. Die ganze Zeit die gleichen Instrumente und Klänge, die irgendwann drüber liegen. Das habe ich dann auch nach 10 Minuten verstanden. Da verändert sich nicht viel im Laufe des Films, was ich auch schade finde. Kostüm und Make-up ist auch so eine Hommage an diese Streifen. Sei es jetzt zum Beispiel in Richtung Bruce Lee oder Sly Stallone, gibt es halt Kostüme, die eben angepasst sind, die Hauptfiguren tragen. Da will man einfach zeigen, wie sehr man dieses Kino liebt und versuchen hierzulande was Ähnliches als kleine Hommage und Respektzollung an den Tag zu legen. Die Effekte sehen soweit ganz gut aus, wobei mir die Kämpfe nie echt genug aussehen. Es wirkt eben wie Stunt-Action-Übungen. Jeder Schlag, jeder kleine Tritt, Berührung löst immer so wrestlingmäßig eine zu große Reaktion auf der Gegenseite aus. Und so kann man das unterhalten finden. Realistisch, sei da mal hingestellt, finde ich das Ganze nicht an der Stelle. Es ist halt auf cool gemacht und zum Glück auch an der Grenze so zu trashig, dass der Film sich da wirklich nicht zu ernst nimmt. Wobei es da einfach noch hätte viel deutlicher sein müssen, dass man sich dessen bewusst ist, was man da macht. Ansonsten muss ich sagen, wer vielleicht genau nach diesem Trailer sagt, er hatte Bock drauf, kann sich ja auf Plan B, scheiß auf Plan A einlassen. Aber wenn man mich fragt, persönlich, was finde ich gut? Ich finde es gut, wie die Jungs Spaß hatten und wie sie einfach einen Film machen wollten, auf den sie Bock hatten. Finde ich persönlich respektabel und honoriere ich an der Stelle. Und so manche Kampfnummern fand ich auch wirklich interessant choreografiert, wo ich sage, okay, gut, dass man sowas hier auf die Beine stellen kann, interessant zu sehen. Aber es gibt eben vieles, was ich nicht mag. Der Film ist sehr, sehr albern. Der Plot ist leider sehr vorhersehbar, auch 0815 gefühlt hingeneriert und extrem vorhersehbar. Ja, ist, wenn das da mal versucht, twisty zu sein, zu gewollt twisty. Man erahnt es leider viel zu früh. Er ist wirklich nicht gut gespielt, der Film. Und vor allem bietet er insgesamt vom Gefühl auch nicht mehr als die Trailer. Und so ist er zwar gewagt und besonders in eine Richtung, aber eben vielleicht nichts für die große Kinoleinwand. Eher was für ein längeres YouTube-Video. Das ist leider so ein bisschen die Essenz, die ich damit rausnehme. Und mir persönlich tut es immer leid, wenn Leute, die Filme machen und viel Blut und Schweiß in ihre Arbeit stecken, am Ende das Fazit sehen zu müssen, dass es für mich persönlich nichts war und ich den Film einfach nicht mochte. Und so gebe ich ihm in seinem Genre-Mix aus Martial Arts mit einem gewissen Trash-Faktor 5,5 von 10 möglichen Punkte mit der Einstellung darauf, worauf man sich einlässt. Heißt das also noch gerade so irgendwo im Bereich ist in Ordnung. Insgesamt bleiben da nur 3 von 10 möglichen Punkten leider aus meiner Sicht. Ich habe es leider erahnt, aber gehofft, dass es eben nicht passiert. Aber trotzdem an dieser Stelle, natürlich wollte ich euch die Review dazu dalassen. Okay, Freunde, das war meine Meinung zu Plan B. Scheiß auf Plan A ab dem 8. Juni in den deutschen Kinos. Und ich danke fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme schauen.